Hallo und moin aus der Kreis- und Stadtarchäologie in Gifhorn. Unsere Sammlung umfasst archäologische Objekte von der Altsteinzeit 50.000 Jahre vor heute bis ins 19. Jahrhundert. Und um euch einen kleinen Einblick in unsere Sammlung zu geben, möchte ich heute einfach nur zwei, drei Objekte mal präsentieren. Zum Beispiel diese mittelsteinzeitliche Geröllkeule, etwa 10 bis 6.000 Jahre alt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine Kampf- oder Jagdwaffe. Ja, dann haben wir auch zum Beispiel römische Münzen in unserer Sammlung. Ja, man kann sich vorstellen, das war sozusagen der frühe Euro. Und dann dieses wunderbare mittelalterliche Gefäß, ein sogenannter Grapen aus Bronze. Das Besondere an diesem Gefäß, es ist ganz. Wir haben also nicht nur einen Henkel oder nur ein Bein, wie sonst oft, sondern das vollständige Gefäß, das im Übrigen aus dem 14. Jahrhundert stammt. Wir haben damit begonnen, unsere Funde zu fotografieren und in das Kulturerbe Niedersachsen einzustellen, zusammen mit vielen interessanten weiteren Informationen zu den einzelnen Objekten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, euch mit unseren Daten zu befassen. Ja, und bin gespannt, was am Ende dabei herauskommt und wünsche allen Beteiligten viel Spaß beim Hackathon 2020. Tschüss!